Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Teil 7. Wir sind hier in der Grube. Und ich glaube, ich mache ja wieder Unsichtbarkeit einfach mal so rein. Ich glaube, das könnte demnächst irgendwie wieder gefährlich werden hier. Wir sind auf der Suche nach dem Schloss. Den Tempel haben wir ja schon fertig gemacht. Ja, wahrscheinlich wegen dem da drüben kriegen wir das Unsichtbarkeit jetzt leider nicht hin. So, jetzt werden wir wieder teleportiert. Jetzt werden wir wieder woanders hin teleportiert. Das ist echt krass hier. So, speichern wir mal. Beziehungsweise hier setzen wir wieder ein Dings hin. Setzen wir das. Setzen wir das hier. Nein! Ah, verdammt. Ich Idiot. Okay, ein Glück habe ich gespeichert gehabt. Ich will nicht hingehen, ich will einfach überschreiben. So. Und wenn wir das machen, dann, okay. Dann passiert also das hier. Ich denke, das wird das Schloss sein hier, oder? Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ich betrete jetzt das Schloss Gloaming. Wer weiß schon, warum die Totenbeschwörer es für nötig hielten, ein Schloss tief im Schoße der Erde zu errichten. Schloss Gloaming ist auf jeden Fall hässlich, düster und sehr, sehr sicher. Oh. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht dran vorbei mit Unsichtbarkeit. So, aber wenn wir jetzt eh schon unsichtbar Dings sind, wieder sichtbar sind, können wir auch hier Leuchtfeuer setzen. Setzen wir das hier her. Oder setzen wir das hier her. Setzen wir das hier her. So. Mächtiger Licht. Hehe. Der mächtige Licht war doch nicht so mächtig. Das schaffe ich leicht. Ja, gegen die Lichts wirkt dieses untote Dingsen ziemlich gut. So, speichern. Hier geht es nach oben, wie es aussieht. Hoppala. Ja, das sieht aus. Ah! Das sieht aus, als ob es da so einen Turm hochgeht. Au. Komm mal da einfach. Nee, ich komme da gar nicht so rüber. Okay. Da müssten wir quasi. So, den anderen Turm auf der anderen Seite auch nochmal hochgehen. So, sehr schön. Wollen wir da auch hochgehen und die erledigen? Ja, brauchen wir eigentlich. Brauchen wir eigentlich nicht, aber ich würde es, glaube ich, trotzdem mal machen, damit sie weg ist. So. Einfach mal so, damit die hier auf jeden Fall mal weg ist. Und dann geht es wieder hier runter. Dann können wir uns mal umschauen.
So, von da kamen wir. Das heißt, wir müssen jetzt... Eieiei. Hier lang gehen. Was ist denn das für ein komischer Boden hier? Das sieht irgendwie seltsam... Das sieht irgendwie seltsam aus. Oh, und ich habe eine Sache, glaube ich, vergessen. Wir müssen auch noch unsere Ausrüstung, glaube ich. Doch noch geschafft. Unsere Ausrüstung müssen wir, glaube ich, auch nochmal. Ah nee, nur von dir. Wieder ganz. So, was ist denn los? Ausrüstung. Es ist kein Wunder, dass die da so Probleme gekriegt hat. Außerdem scheinen die Zauberer oder Vampire Sinaloa zu lieben. Mal gegen... Sind die gegen Feuer immun? Nee. Und die stehen gerade so richtig schön da. Da könnte ich doch... so einen richtig schönen Feuerball mal hinsetzen. So. Oh, eine Erscheinung. Pfui. Wie geht? Au. Und hier nochmal so. Und, Gut. Sehr schön. Gehen wir nochmal ganz kurz... halt, da sind ja auch Gegner noch. Ganz vergessen. Schauen wir mal, ob wir die vielleicht wegkriegen. Ansonsten, wir können eh nur nach oben gehen, glaube ich. Hierher und hierher. Gut. Also hier haben wir nur das hier. Da oben keine Ahnung. Und ja, kann man das Boot benutzen? Boot fahren. Oh. Man kann tatsächlich das Boot benutzen. Und kommen dann woanders hin. Ist ja interessant. Aber irgendwie, naja, nee, das Boot benutzen wir dann, ganz ehrlich gesagt, eher nicht. Vorerst jedenfalls nicht. So, wie sieht es jetzt aus, wenn wir hier hochgehen? Haben wir hier oben irgendwie? Ich glaube, nee, Fackel haben wir noch drin. Okay, hier geht's noch weiter nach oben. Ja, das ist... Das ist hier relativ kompliziert alles. Hm. Und dann haben wir hier noch ein Ding. Okay. Alles klar. Ja, also es ist sehr, sehr kompliziert mit vielen Sackgassen, Türmen, wo es hoch und runter geht, wo man teleportieren kann und so weiter und so fort. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier lang. Ach, das soll ein Teppich sein. Okay, jetzt habe ich's.
Jetzt habe ich es verstanden, was das hier sein soll. Okay, das muss auch einem erstmal gesagt werden. Hier geht's auch wieder hoch. Haben wir hier einen Geheimraum? Oder wir kommen von irgendwo anders dahin, wie es aussieht. Ne, da scheint nichts zu sein. Okay. Und da geht's auch nach oben. Also zweimal nach oben. Und hier? Hier scheint es auch irgendwo weiter zu gehen, aber ich finde keinen Weg rein. Na gut. Gehen wir mal nach oben. Ach, deswegen nicht. Weil der Weg oben war. Kein Problem. Geteiltes Leben. Das war glaube ich, auch ein cooler Zauber. Aber ich glaube, das müsste Spiritualität oder beziehungsweise hier Seele gewesen sein. Die Truhe hatten wir. Okay, dann war es das hier. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Genau. Hallo. Hallo, junge Vampire. Kein Problem. Oh, was ist das? Kiste mit Seelengefäßen, da haben wir sie ja auch schon. Sehr schön. Könnte nützlich sein. Oh, was ist mit Sinaloa los? Erkrankt. Ein Glück, können wir dagegen was machen. So, ich hoffe, dir geht's jetzt wieder besser. Ah, und hier geht's wieder dahin, wo wir vorhin gewesen sind. Zu dem Bootanleger hier. War's das eigentlich jetzt schon? Ich glaube schon, oder? Da haben wir ja nichts mehr. War der Bootanleger, das ist das, wo wir gewesen sind? Ich glaube, wir müssen eigentlich überall gewesen sein. Zumindest, zumindest haben wir alles gemacht, wo wir hin mussten. Okay, dann lasst uns mal in den Tempel gehen. Da müssen auf jeden Fall keine Gegner sein. Wir müssen nur schauen, ob wir da durchkommen irgendwie. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Oh, Moment. Wenn wir schon da sind. Dann können wir das auch so machen. So, jetzt. Wir haben das ja schon teilweise uns angeschaut gehabt. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir auch den richtigen Dings finden. Und das soll irgendwo ein anderes Altarstück sein. Dann können wir auf jeden Fall die zwei Quests hier gleich machen. In der Prakada-Wüste können wir runtergehen. Und auch noch eine Quest abgeben. Halt! Ihr habt hinter dieser Grenze nichts zu schaffen. Nur solche, die ihre Reinheit bewiesen haben, dürfen das Heiligtum betreten. Ich hoffe, dahinter ist nicht das, was wir suchen. Hier genau selber wahrscheinlich, oder? Ja. Na dann halt nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dahinter ist nicht das, was wir eigentlich suchen. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, das war jetzt irgendwie ziemlich cool.
Das ist der Altar. Können wir aber auch nichts machen mit. Ich frage mich, ob wir da irgendwann was mal mitmachen müssen. Wir haben auf jeden Fall Schalter hier. Da darf man auch nicht rein, okay. Lass mich raten, hier darf man auch nicht rein. Warum nur habe ich mir das schon gedacht? Hm. Und da geht's noch wieder runter. Hm. Kann man diese Symbole auch wieder hoch machen? Hallo. Hm. Dann ist das wahrscheinlich so ein Schriebel, so ein Rätsel, um an das Ding ranzukommen. Was wahrscheinlich mit unten mit dem Altar zu tun hat. Hm. Das ist auf jeden Fall der Tempel der Sonne. Vielleicht müssen wir jetzt nur die Sonne hier runter machen dadurch. Dass es dadurch sich, dass das Rätselslösung ist. Oder natürlich, die Sonne muss als einziges oben bleiben. Und Mond und Sterne müssen überall runter. Oder. Nächste Möglichkeit. Nichts passiert. Nächste Möglichkeit. An einer dieser Stellen muss die Sonne sein. An einer der Mond. Und an einer die Sterne. Hm. Dann sagen wir mal hier der Mond. Hier die Sterne. Halt, die Sonne war schon richtig. Hm. Ah, das ist jetzt etwas schwierig zu sagen, was genau sein soll. Müssten wir je nachdem sämtliche Kombinationen ausprobieren. Und ich weiß noch nicht mal, ob das hier richtig ist. Gibt es da irgendwo Hinweise? Also da darf man nicht lang, da darf man nicht lang, da darf man nicht lang, da darf man nicht lang. Ah. Entweder hat es jetzt mit den Kombinationen oben gestimmt. Weil ich habe vorher den Altar ja angeklickt und es ist nichts passiert. Jetzt habe ich oben irgendwie was eingestellt und einen Altar angeklickt und es ist weitergegangen. Anscheinend habe ich das Ding richtig eingestellt gehabt. Was auch immer, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Geschafft. Da haben wir auf jeden Fall das zweite Teil. Oh, ein Hut mit Stärke 13. Könnte nützlich sein. Ja. Ich frage mich jetzt, habe ich das Ding jetzt hier oben wirklich richtig eingestellt? War das jetzt die richtige Kombination? Oder habe ich vorhin den Altar nicht richtig angeklickt gehabt? Ich weiß, es ist schon fast schon Verschwendung, aber was soll's. Lass uns mal die Quests abgeben gehen. Und die neue mal anfangen. So, den da hatten wir ja schon. Tempel der Finsternis. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Keine Sekunde habe ich an euch gezweifelt. Ihr überreicht ihr die Schlüsselhälften. Sie fügt sie wieder zusammen, indem sie mit einem Finger über die Bruchstelle fährt. Vor euren Augen wird der Schlüssel wieder eins so gut wie neu. Endlich, ein Teil des Plans ist gelungen. Eure Hilfe war unermesslich wertvoll.
Schon stehen wir in eurer Schuld und ich glaube, bevor unsere Pläne wahr werden, werden wir noch tiefer in eure Schuld stehen. Also vertraut uns bitte noch etwas länger. Die Zukunft, die uns vorschwebt, wird euch überwältigen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sonst hast du ja nichts. Danke für die Vervollständigung des Schlüssels. Das dürfte auf der Schattenseite genauso sein. Beide Tempel müssen wir machen. Bei einem werden wir angegriffen, beim anderen nicht. Und dann wird der Schlüssel zusammengefügt. Haben wir den Schlüssel eigentlich gekriegt? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, dann diese Quest hier. Die Seelengefäße. Sir Kennegan betrachtet neugierig die Gefäße, als ob er eine Giftschlange hinter Glas beobachten würde. Das sind also die Seelengefäße. Ich hatte etwas Eindrucksvolleres erwartet. Gute Arbeit. Er nimmt die Gefäße wieder an sich. Er nimmt die Gefäße an sich. Ich werde fest sicherstellen, dass sie nie wieder auftauchen. So, auch gut, dass er kommt. Er werde erfreut sein zu hören, dass wir einen Golem befahlen, die leeren Seelengefäße irgendwo zu vergraben und den Ort dann zu vergessen. Man wird sie nie wieder sehen. Okay, und theoretisch müssten wir jetzt hier eine neue Quest kriegen. Ihr habt ihre Aufgabe erfüllt. Gut, gut, gut. Unser Konflikt mit den Totenbeschwörern nähert sich schnell seinem Ende. Ich habe eine gefährliche, aber notwendige Mission für euch. Die Zukunft unserer Welt hängt von eurem Erfolg ab. Eurer Welt? Unserer Welt? Interessant. Tolberti. Unsere ehemaligen Gefährten, die bisher Archibalds Berater waren, tragen jeweils einen kleinen Gegenstand, einen sogenannten Kontrollwürfel oder Kubus bei sich. Okay. Die Kontrollwürfel, das kennen wir ja aus den alten Might & Magic Spielen. Und Archibalds Berater. Aha. Okay. Diese müssen wir unbedingt an uns bringen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Auf keinen Fall wird auch nur einer von ihnen seinen Würfel freiwillig abgeben. Also müssen wir auf andere Weise drankommen. Ihr müsst einen von ihnen den Würfel rauben. Wir gehen davon aus, dass das bei Tolberti am einfachsten sein würde. Im Gegensatz zu den anderen verabscheut er Sicherheitsmaßnahmen und hat sich in ein Zimmer in der Grube einquartiert. Ihr müsst also noch einmal in die Grube eindringen und ihm den Würfel nehmen. Aber seid vorsichtig, er ist gut bewaffnet und ein weit stärkerer Gegner, als es den Anschein hat. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr den Würfel habt. Der Weg bis zu unserem Ziel ist nicht mehr weit und bald wird alles klarer werden. Okay, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Kontrollwürfel kennen wir aus den anderen Teilen. War das nicht auch so einer, mit dem wir hatten, um Charlton zu besiegen? Gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Und ehemaligen Gefährten, das heißt, wahrscheinlich gibt es also hier diese vier Gefährten und nochmal vier von der Schattenseite. Und die waren mal zusammen, also acht Gefährten insgesamt. So würde ich es jedenfalls sehen. Und jeder hat so einen Kontrollwürfel bei sich. Sehr, sehr interessant. Wow, wir fallen! Und es ist Nacht. Und wir brauchen Fliegen. Ja, sehr, sehr interessant. Okay, wir müssen also zur Grube zurück. Und so einen Kontrollwürfel an uns bringen. Aber was bringt es, wenn es alle Würfel haben wollen? Ausgezeichnet, ganz eindeutig ist das Festgewand. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sowohl der Schule der Zauberei als auch mir persönlich einen großen Dienst erwiesen. Okay. Was sagt das dir? Die Kämpfer ermordet Tolberti in seiner Wohnung in der Grube und bringt seinen Kontrollkubus zu Robert, den Weißen nach Celeste. Findet Haldas Gebeine im Labyrinth von Nigon und bringt sie zu Martin Dämmer in Nigon. Und findet die drei Stautern und stellt sie auf die Schreine in der Prakada-Wüste in Tartalia und in Avle und kehrt dann zu Tom Lumbra im Tularianischen Forst zurück. Und das war's. Also wir sind ziemlich weit jetzt gekommen. Ich glaube, das Spiel nähert sich wahrscheinlich auch sein Ende. Das da ist noch eine Aufstiegsding. Eine Beförderungsquest.
Und das, das sind zwei Seitenquests. Und es ist wahrscheinlich jetzt noch, ja, Hauptquest. Also ich glaube, das Spiel nähert sich tatsächlich langsam dem Ende. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie das da weitergeht. Und auch mit den acht Gefährten, dass die Kontrollwürfel haben. Vielleicht erfahren wir erst demnächst mal mehr. Na gut, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.